Hier bij vast zo veel mensen, wie stuur je? Ik zou zeggen, het enige wat we weten is de zeer mitte bij enigermassen. En nu zou ik graag die bühne vullen met de mensen. Ik zou zeggen, we hebben twee zijden. Die we maar eerst, als we hier op deze zijde de cultuurschaffenden opvullen, ik zeg gewoon een paar namen. Also, nee, Johanna Lierig, heb je al gezien? Bitte, Johanna. Ihr könnt am Schluss, wenn alle da oben sind, könnt ihr die Hosen den Applaus geben. Johanna Lier, wie gesagt, Schriftstellerin, der Raphael, kommt doch auch gerade. Geht nebendran. Ich muss es euch jetzt irgendwie bequem machen. Gell? Dann haben wir Musiker da. Er ist vom Verband der Musikschaffenden. Das ist eine neue Organisation, die sich recht vehement einsetzt für die Interessen, nachdem wir zentral nicht viel ist gegangen. Das ist der Chris Wicki, er ist Sänger von der Band Faves. Herzlich willkommen. Und dann haben wir den Matthias Bürger, Filmeditor und Betreiber von der Video-on-Demand-Plattform Artfilm. Da geht es um Spiel- und Dokumentarfilm, ausschließlich um Schweizer Geldserie. Gut, also jetzt könnt ihr mal eine Tranche Applaus mal vielleicht aufschicken. Genau, ihr müsst selber ein bisschen mit dem Mikrofon das gegenseitige Land aus der Hand reissen. Und jetzt freue ich mich wirklich, dass jetzt auf der anderen Seite eben Politiker da sind, die dann vielleicht im ersten Moment mal zuhören, was die Kulturschaffenden sagen haben. Es sei das der SP-Ständerat Hans Stöckli, herzlich willkommen. Dann Nationalrätin Christa Markwalder, FDP, der Balthasar Glättli, Grüne, seit 2 Jahren. Im Rat und der Nationalrat Beat Flach von der Grünen-Liberalen Partei, Mitglied von der Rechtskommission. Also, seht ihr einander? Also, ich finde es wichtig, dass ihr einander seht. Vielleicht können wir den Bogen noch etwas grösser machen. Weil wir sind jetzt wirklich in einer recht intimen Runde. Also, ich würde es betrachten als Austausch zwischen Künstlerinnen, Künstlern und Politikerinnen und Politikern. Und tut mir leid, genau. Aber du bist auf der richtigen Seite. Selbstverständlich, Musikproduzent gehört natürlich auch auf die Seite. Ich würde sagen, als erstes, zuerst mal würde ich gerne die Künstler hören, reden und erzählen. Meine, die Chance habt ihr nicht so häufig, dass ihr 4 Politiker von euch habt, Politikerinnen, die ihr jetzt einfach mal sagen könnt, was euch das Wichtigste ist. Wer fängt an von euch? Ich habe im Mai bin ich schon am Podium teilgenommen, da war der Balthasar Glättli mir gegenüber. Und er hat gesagt, tut euch einigen mit dem Urheberrecht, wenn ihr genau wisst, was ihr wollt, dann kommen wir zur Politik. Das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Und wir können das dann kümmern, wenn das abgebrochen ist, auf einen Kompromiss. Also eigentlich müssten wir uns mit den Nutzern einigen. Und das Interessante ist ja eigentlich, wir haben eigentlich, wenn wir den Vortrag davor gesehen haben, wir haben eigentlich nicht grundsätzlich ein Gesetzesproblem, sondern ein Vollzugsproblem. Das heisst, wir haben das Urheberrechtsgesetz, das eigentlich genau festlegt, dass der Urheberrecht entschädigt werden muss. Aber wir haben eine Technik, die den Vollzug von dem Gesetz sehr kompliziert macht. Und wir haben jetzt vielleicht im Film eine spezielle Situation, dass wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit den Kollektiven. Mit der kollektiven Urheberrechtsverwertung, wie wir eine Gesellschaft haben, die da relativ gut funktioniert. Und wir sehen, dass wenn es schwieriger wird, die individuelle Verwertung durchzusetzen, müssen wir eigentlich in die Richtung gehen. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass aber jetzt unterdessen in der Politik schon etwas passiert. Wir haben den Vorstoss von der parlamentarischen Initiative der FDP, die jetzt zumindest in dieser Diskussion von Davos eigentlich ein wichtiger Bestandteil von der kollektiven Beherrschung in Frage stellt. Und für uns, mir ist die Frage, wie richtig wollt ihr, dass wir gehen wollen, weil für uns ist es so, wenn die kollektive Bewertung kein Weg ist für euch von der Politik,
dann müssen wir, dann sage ich als Urheber, der an sich der Meinung ist, dass wir nicht mehr Polizeistaat wollen, dass wir aber dann irgendwie doch auf die individuelle Durchsetzung mit durchsetzen. Das heisst, wenn die Privatkopieabgabe abgeschafft wird, dann ist für uns an sich die Privatkopie auch verboten und dann müsste das durchgesetzt werden. Also jetzt, für mich gibt es da nicht den Weg, dass das abgeschafft wird und dann einfach alles gratis möglich ist. Und ich finde, da muss die Politik ein Signal geben, wie richtig dass die Diskussion überhaupt geht. Gut, nehmen wir mal das so zur Kenntnis, aber ich habe gehört, direkt, also eigentlich wäre das Gesetz gar nicht so schlecht, man müsste jetzt einfach durchsetzen, also die jetzige Situation. Können wir machen, sammeln auf dieser Seite, was sagen Sie auch? Je suis désolé, je ne parle pas en français. Ça, c'est juste aucun problème. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les politiciens qui vont quand même décider du futur d'Internet, qu'ils le veuillent ou non, ne se laissent pas avoir par l'idée que Internet, dans l'état actuel des choses, est libre. Internet est libre comme le Moyen-Âge, comme la féodalité au Moyen-Âge rendait les gens libres. En ce moment, tout créateur sur Internet est un esclave ou un serf au service d'énormes boîtes. Et l'idée que tout soit gratuit nous rend, nous, artistes, créateurs, complètement esclaves. Et dans le futur, ce ne sera pas seulement les artistes et les créateurs, ce sera les ingénieurs qui vont se faire prendre leur plan pour faire des choses imprimées en 3D. Et tout le monde va être concerné par ce qui est en train de se décider maintenant. Je pense que dans les années à venir, ce que vous prendrez comme décision, ça va être extrêmement important et pas seulement pour les artistes et les créateurs. Ok, Stichwort Sklaven in der extrem freien Welt. Sklaven, Künstler, die Sklaven sind. Raphael. Ja, das Problem für mich ist eigentlich nicht nur, dass. Also, das Problem ist nicht grundsätzlich, dass alles gratis ist, sondern dass Vergütung oder Bezahlung halt immer auch einen symbolischen Wert hat. Nicht? Also, in der heutigen Gesellschaft, wenn jetzt alles gratis wäre und auf Tausch, also Peer-to-Peer, würde funktionieren, dann hätte ich eigentlich nichts unbedingt dagegen. Dann wäre es einfach ein anderes Modell als Marktwirtschaft. Aber das Problem ist, wenn man nicht zahlt wird für etwas, dann ist es auch nichts wert. Und wenn man nicht zahlt für etwas, ist es auch nichts wert. Wenn ein Disco gratis ist, dann gehen keine Bärli her, sondern nur Männer. Also wenn ein Disco Eintritt kostet, dann sieht man auch Frauen. So ist es. Als Beispiel. Wenn ich am Bahnhof von irgendjemandem ein Buch geschenkt bekomme, dann nehme ich nicht an, dass der Inhalt von diesem Buch mich wirklich interessiert, sondern dass es irgendein religiöser Inhalt ist, wo ich davon überzeugt werden soll. Und dort ist natürlich das Problem für mich eben, dass der symbolische Gehalt vom Gratis immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird. Also jetzt im Kopf vom Konsumenten oder von der Konsumentin. Das heisst, eine Fernsehserie ist einfach so da in der Welt, wie, sagen wir mal, eine Musik, die aus einem Lautsprecher kommt. Und ich komme gar nicht mehr auf die Idee, dass man jetzt dafür zahlen soll und dass die Schauspieler haben müssen arbeiten und dass ein riesen Team dahinter steht. Und dann regt man sich dann gleich auf, dass die Qualität des angebotenen Produkts schlechter wird. Also, dort will man einfach den Fünfer und Zweckli haben. Das ist das, was ich. Also, jetzt keine konkrete Frage oder ein Anliegen an die Politik, sondern so Überlegungen, halt, die ich mir mache. Wenn ich jetzt gut finde, könnten wir noch so ein bisschen bei dem Punkt bleiben. Wie findet ihr die Situation jetzt? Dass ihr das auch mal hören. Wie fühlt ihr euch? Wir haben gehört, ein Sklave, wir haben gehört, ein Künstler braucht. Also, braucht in Anführungszeichen. Oder wie jeder Mensch, einfach auch Wertschätzung. Dass man das Gefühl hat, dass das ist etwas wert. Können wir da die Sammlung noch ein bisschen weitermachen, vielleicht, Johanna? Also, wenn es um ein konkretes geäußertes Anliegen geht, dann wäre mein Anliegen mehr Neugier. Was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass man in so Diskussionen, man redet über den Markt, es geht ja um Geld. Und dann gibt es eine freie Marktwirtschaft und dann kommt so oft schnell, ja, wenn sich dann halt Künstler nicht können durchsetzen und wenn sich halt die Produkte nicht können durchsetzen, dann sind sie halt markttauglich. Und mit Neugier meine ich mehr Interesse von Seiten von Politikern wie unsere,
Wirtschaft oder wie man das will nennen, oder unsere ökonomische Situation wirklich funktioniert. Und Kunst funktioniert anders als die freie Marktwirtschaft. Da gibt es eine ganz andere Anliegen, ganz andere Prioritäten und andere Gesetzmäßigkeiten, auch in der Zeit. Und was ich mir würde wünschen, wäre mehr Eingeständnis von der Politik. Wir wissen nicht, wie es für euch ist. Bitte informiert uns. Als das selbstverständliche Voraussetzen, so wie die restliche Wirtschaft funktioniert, so wird auch ihr funktionieren. Und das ist eben nicht so. Vielleicht noch ein Punkt, für da ein Feuerlein zu geben, ein Sonderlein zu geben. Es hat ja die Antwort gegeben. Und da geht es um das Verständnis von der Politik gegenüber der Kunst. Ich weiß nicht, auf welchen Vorstoss, von Savary ist das gewesen, oder nicht? Oder der Bundesrat, dort, wo die Musikschaffenden richtig ausgeflippt sind. Oder? Und dann hat der Bundesrat hat gesagt, ja, die Zeiten haben sich zwar geändert, das Internet macht eben alles gratis, sozusagen, aber das ist eigentlich kein Problem. Ihr müsst halt jetzt irgendwie ein anderes Geschäftsmodell finden, Ende der Durchsage. Oder? Das ist der Ausgangspunkt von der Musikschaffenden, die sich dann formiert haben. Sagt noch etwas zu dieser Haltung und dann geben wir es dir über. Chris ist gut. Nein. Hast du deine Frage? Ja, die Frage ist verstanden. Okay, der Bundesrat hat ja auf einen Vorstoss von Frau Savary gesagt, die Welt hat sich zwar geändert, das Internet macht den Musikern oder Künstlern generell das Leben schwer, aber das ist kein Problem. Ihr müsst euch halt anpassen, ihr müsst halt andere Lösungen finden. Und das ist ja wirklich der Anfang der Musikschaffenden. Könntest du etwas dazu sagen, wie ihr euch dort gefühlt habt? C'est un débat qui remonte à il y a 15 ans. Donc on est sur un très vieux modèle en ce moment, le modèle du gratuit, c'est presque aussi vieux que le CD l'était à l'époque, où le gratuit est arrivé. C'est un modèle qui, on a tout essayé pour faire fonctionner ça, ça ne marche pas. C'est impossible de créer en se battant contre la gratuité. C'est quelque chose qui ne va jamais marcher. Tout y est passé, des années, des dizaines d'années de débats sur Internet. C'est pas possible de faire avec de l'art donné gratuitement. À partir de là, ça devient un autre débat, mais ce débat-là, il est clos. Ce débat-là, il n'existe plus. Aber was ist die Reaktion auf die Aussage vom Bundesrat? Non, c'est qu'on leur dit, c'est absurde de dire un truc comme ça. C'est absurde de se retrouver à dire, tout le monde fait ce qu'il veut avec notre art, et c'est à nous de faire en sorte de continuer à le produire, mais sans les moyens pour le produire. La réaction, elle était, on a créé notre association de Musikschaffende de Schweiz par rapport à ça, parce qu'en plus, Mme Sommaruga avait dit, de toute façon, les gens continuent à dépenser de la culture ou dans l'entertainment, ils achètent quand même des jeux vidéo, etc. Alors, moi je trouve bien de faire de la musique, mais j'ai pas envie de faire de la musique pour sponsoriser des jeux vidéo, ça ne m'intéresse pas. Et c'était un gros problème de voir que la classe politique suisse était à ce point-là déconnectée de nos réalités en tant que créateurs. Martin. Ja, die Frage ist eigentlich, anerkennt man den Beruf als Musiker wirklich als Beruf oder denkt man, man müsste mit Musikern in der Beiz arbeiten und selber Musik machen? Und wenn man einen Beruf denkt, dann muss man ein Geschäftsmodell finden. Und da möchte ich mich ein bisschen unterscheiden. Ich denke, der wahre Charakter von der Kultur ist in dem Sinn schon wichtig für Kunstfreiheit gegenüber dem Mittelalter, wo es eine Mäzenin hat, wo die alles bestimmt hat, wo auch ein Zensur da war von dem Moment an, wo ein Künstler Bücher können verschrieben für das grösste Publikum und Musiker von vielen Leuten gekauft wurde, ist auch erst Kunstfreiheit möglich geworden. Das ist aber unmöglich, wenn der Verkauf möglich ist. Und wenn der Verkauf durch das technisch unterlaufen wird und das ökonomische Modell nicht da ist, aber die Gesellschaft trotzdem meint, ist ein Bruchkünstler, dann muss man ein neues Geschäftsmodell finden. Aber jetzt sagt der Bundesrat, schaut doch selber, es ist nicht so schlimm, die sind ein bisschen Memmen eigentlich, dort ja durch, die sind Gränne. Ja, das Problem, das ich sehe, ist eine Definitionsfrage. Ganz am Anfang hast du zusammengefasst, dass
letztes Mal eine Diskussion zwischen Konsumenten und Künstlern. Und Konsumenten wollen alles gratis. Für mich ist die Definition doch von einem Konsument ist jemand, der etwas konsumiert und dafür auch zahlt. Das ist kein Konsument. Also dort sehe ich schon mal ein riesen Problem, wie gesagt, ich kann vor allem von der Literatur reden, ich bin in anderen Gattungen. Wir haben die grosse Chance in der Literatur, dass unsere Datenträger, also Bücher, immer noch einen gewissen symbolischen Wert haben, einen gewissen Wert für Leute, also für die Jungen auch weniger, die Jüngeren weniger als für mich. Aber in meiner Bibliothek ist immer noch etwas, was Leute gerne haben daheim. Und Bücher haben wir immer noch als haptisches Ereignis. Also, ich nenne das Neudeutsch undownloadable. Wir haben wenigstens einen Datenträger, der noch etwas bedeutet. Und das Problem natürlich bei der Musik und beim Film ist, dass der Datenträger nicht mehr wichtig ist. Höchstens das Abspielgerät ist noch. Dort ist jetzt eigentlich der Kultfaktor. Und nicht mehr bei der CD oder was auch immer, bei DVD. Es war ja nicht schön ein Datenträger von Anfang an. Das ist ein anderes Thema. Ich denke halt, das Problem ist auch, je mehr gratis ist und je mehr überall zugänglich und je mehr alles auf YouTube ist, wenn sich das auswirken, dass zum Beispiel Konzerte oder Lesungen 10-mal so viel gezahlt würden wie vor 10 Jahren, dann hat man vielleicht ein anderes Geschäftsmodell. Aber durch die Gratismachung von allem ist auch das nicht der Fall. Ich werde im Moment in Deutschland für eine Lesung vielleicht 70-60% so viel gezahlt wie vor 10 Jahren. Das ist ja so. Die Reise immer noch genau gleich viel. Das Zugbillett ist teurer geworden und alles. Und das ist also wirklich eine Anti-Marktentwicklung, die nichts, glaube ich, mit der Qualität von dem, was ich mache, zu tun hat. Sondern wie der Markt erschüttert ist. Nein. Ich finde, der Raphael hat etwas Wichtiges angesprochen, das ich gerne weiter ausführen möchte. Der Bundesrat hat quasi gesagt, Musiker müssen einfach mehr Konzerte machen und mehr T-Shirts verkaufen. Und vergessen da in Namen aus den CDs und im Internet. Und das gehört mir häufig noch. Das verkennt total, dass es einfach einen beschränkten Markt gibt für Merchandising und für Konzerte. Also, wenn alle Künstler einfach viermal so viele Konzerte machen von heute auf morgen in der Schweiz, haben wir nicht einfach mehr Nachfrage nach Konzerten in der Schweiz vom Publikum. Und wenn das Publikum nicht mehr Nachfrage hat, kommt man auch nicht vergeht den Preis für das Engagement auf der Bühne. Das ist bei den ganz grossen Künstlern nicht der Fall. Dort wissen wir, Madonna kostet ja 100 Franken plus, um das zu sehen. Aber bei den Newcomern und eben bei einer grossen Zahl von Schweizer Künstlern führt genau das zu einem Preis, der Fall bei den Gageneinnahmen aus Konzert. Und darum ist es eben eine völlige Verkennung von der ökonomischen Realitäten, wo die Künstler sich drin befinden. Gut, jetzt haben wir mal gesammelt auf dieser Seite. Wir haben auch, vielleicht ist es auffallend, etwas erlebt, was man eigentlich nie im Leben erlebt. Nämlich vier Politiker, die ganz lange nichts sagen. Gut, das war nicht ganz freiwillig. Aber jetzt, ihr habt notiert und euch Sachen überlegt. Jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt nicht schon ins einzelne Projekt hinein, sondern mehr so ein bisschen globale Antworten auf Befindlichkeit, auch auf das Ausgeliefertsein als Sklave. Man leistet irgendwie, die Gesellschaft will ja die Leistung gleich haben, aber man will nicht zahlen. Wenn man einen Vorstoss macht, kommt der Bundesrat und sagt, ja, hört auf, ihr seid doch Grenzen.